Zeiten durchaus auch eingesetzt, um die Gelsen des sportlichen Fußballs. Wir werden uns jetzt natürlich Ach, Onkel Herberts Videosammlung. Marek. Alle Kevin, Bo, alle, wie sie da sind. Alex, lass das, mach keinen Scheiß. Ach, guck mal an, Krümel. Und der kleine Wolle auch. Los, wie zurück. Ich will keinen Stress. Sag mal, wo ist eigentlich dein Film, Zecke? Geil, kleiner. Ja, komm, zeig's mir. Ey, du dummer Sau, gib doch mal her. Da klauen wir doch noch mal Blaskonzert. Ey, der rastet aus. Zeck ist Arschparade. Gut so. Alex, ciao, bitte. Ich hab doch gesagt, dass diese Ratte hier nicht ins Haus kommt. Das hab ich doch gesagt, Aljoscha, oder? Ha? Verschwinde. Hast du nicht gehört? Du sollst verschwinden! Ist ja okay? Hau ab! Ist ja okay? Hau ab! Das sagst du nicht zu mir! Hau ab, du Ratte! Aus! Aljoscha. Du, jetzt sei bloß nicht beleidigt. Komm. Komm, wir machen es uns ein bisschen gemütlich. Komm her. Komm her. Aljoscha! Wenn du jetzt gehst, dann ist Sense. Das war doch nicht so gemeint! Ja, lass mal, schon okay. Geil, was? War sogar eine Kassette drin. Du machst so einen Scheiß mit dir. Ich hab keinen Bock auf Heimann. Ey, Mann! Patex, bitte! Mann, die Sau macht damit Kohle, verstehst du? Der soll uns was rüberschieben. Wo soll ich jetzt wohnen, du Arsch? Weiß der nicht. Schnuffichen.
So, Otto. Probier mal. Das hier. Das müsste zu dir passen. Kichererbsen. Nee, lass mal. Ich bin schon von den Düften hier satt. Sag mal, so ein Springbrunnen hält Karma rein. Wer ist ein Karma? Karma, das ist, ich nehm's ja gegen eine Prostata. Verstehst du, wenn's mal mit dem Wasserlassen ein bisschen enge wird, dann animiert mir das Plätschern. Für 160 Euro. Bisschen übertrieben, wa? Du, Otto, Esoterik ist die Wachstumsbranche. Verstehst du, da fließt das Geld gerade in die besseren Kreise. Ach, Verena, wir reden gerade von dir. Moin. Komm, greif zu. Oh, das sieht ja gut aus. Ja. Bist du zufrieden mit dem Rosenquarz? Hilft er? Hm, ich hoffe. Du hast einen Rosenquarz gekauft. Hm? Sollt ihr einen schönen Räubusch-Tee machen? Haben keine Zeit, haben eine Besprechung. Was kostet so ein Ding? Tö, Geld, Otto, was sonst? Komm, ja. Wir müssen los. Ja, pass auf, wo er langfahrt. Alter. Ja, die haben die Sperrzone erweitert. Hm. Also wir fangen schon mal ohne Frau Berthold und Herrn Gaber an. Also von mir aus können wir ruhig noch warten. Nein, meine Herren, es drängt. Wir haben eine Messe in der Stadt, die Importshop, morgen ein Länderspiel und obendrein noch diesen Staatsbesuch. Wir müssen Leute abstellen, wie alle Abteilungen. Bloß weil wir beide pünktlich sind. Pünktlichkeit ist ja wohl das Mindeste. Also, ab sofort gilt für die gesamte City Sicherheitsstufe 1 und eine absolute Urlaubssperre für die Berliner Polizei. Wofür ist so ein Stein eigentlich gut? Der hilft gegen negative Schwingungen und Nervosität. Mann, das ist! Wie man sieht. Ah, hier, guck mal, der schöne Olaf. Ist ja kein Wunder, dass wir feststecken. Tja, nur die Fähigsten kommen zur Sicherungsgruppe. Wieso ist denn hier überhaupt abgesperrt? Liest du nur noch den Sportteil? Wir kriegen Besuch, den Sultan von Doha. Mensch, wir müssen längst im Büro sein. Kein Problem. Ist. Das wollen wir doch mal sehen. Ach, sag mal! Hier! Die Delegation residiert im Hotel Steigenberger. Sie werden die Sicherungsgruppe bei der Abschirmung der näheren Umgebung unterstützen. Also Anlieferverkehr, Hausdächer, Tiefgarage, Kanalisation. Kanalisation? Ja, in Zeiten des Terrorismus sind alle Szenarien denkbar. Gegen den Mufti von Doma? Sultan, Herr Scholz. Auch Hauptkommissaren kann ein Minimum an politischer Bildung nicht schaden. Moin. Moin. Wozu rede ich mir den Mund fusselig? 9 Uhr war angesagt. Da stand eine Karawane im Weg. Wie bitte? Wir sind in den Maßnahmen für den Staatsbesuch hängen geblieben. Im Stau. Wo? Worum geht's? Ja, eben darum. Um den Stau? Okay, wir kommen. Um den Staatsbesuch. Leichenfund an der Tierhakenschleuse. Wir müssen. Na, endlich, wird ja auch Zeit. Sie nicht. Moment. Sicherheitsstufe 1. Kleine Karawane. Wieso ist nicht abgesperrt? Weiß der Abschnitt nicht Bescheid? Doch, die mussten dann gleich wieder los. Morgen. Moin, Doktor. Morgen. Und, warum sind Sie nie beim Staatsbesuch? Erst wenn jemand tot ist. Oh Gott, das ist ja noch ein halbes Kind. Ist er ertrunken? Ich tippe auf Genickbruch. Sehen Sie die Hämatome? Die auffällige Beweglichkeit des Halses. Falls er sich wehren konnte, sollte man was vom Täter finden, oder? Ja. Und? Ich bin Wissenschaftler, kein Hellseher. Ist er so gefunden worden mit den Hosen da unten? Ja, nichts verändert. Das hat der Schleusenwärter da drüben den Kollegen vom Abschnitt zu Protokoll gegeben, bevor die wieder abgerauscht sind. Er hat den Jungen gefunden und aus dem Wasser gezogen. Papiere? Vielleicht ein sexueller Hintergrund.
Könnte passen. Hier ist doch nachts Schwulenstrich. Sehen Sie mal. Hat man Ihnen eine Polaroid? Nee, der Kollege da hinten. Erwin! Können wir die ganze Gegend absuchen lassen. Dann wünsche ich ihm mal viel Glück bei der Personalbeschaffung. Hallo, Kalle. Hi, Otto. Komm, sag besser eine Stickel-City. Den Abschnitt ist zuständig für die Schleuse. Verena, Kalle, die hat quasi zum Inventar. Der hat ein schlechtes Gewissen. Nee, Stress. Kommt rein. Kinder, das ist doch nicht euer Ernst. Wie soll ich Leute abgeben? Otto, ich hab 15 Mann. Für 7 Tage a 24 Stunden. Überstunden bis zum Anschlag. Dann noch dieser blöde Staatsbesuch. Mir kommen gleich die Tränen. Ist dir der schon mal über den Weg gelaufen? Sag mal, weißt du, wie viele Kiddies hier durch den Bahnhof flitzen? Aha. Also in der vermissten Datei kann ich den Jungen nicht finden. Was ist hier? Und was ist damit? Ja, das kenne ich allerdings. Wir haben hier etliche. Was heißt etliche? Eine ganze Clique ist das. Moment. Was für eine Clique? Trebegänger, Junkies, Alkis, Stricher. Alles, was zum Bahnhof so anzieht. Hm? Alkohol hier drin. Du kennst die Regeln, Patex. Oft haben wir darüber schon gesprochen. Los, raus hier jetzt, alle. Dali. Sag mal, Juri. Der Krümel und der Wolle. Die sind ja noch keine 15, oder? Nee. Wusste ich's da. Wieso? Nur so. Wohin? Also die negative Schwingung hilft ein esoterisches Souvenir definitiv nicht. Du musst dir mal eine neue Mütze leisten, das ist alles. Guten Tag. Da. Nehmen wir an, die Jungs sind bloß mal kurz ausreden, wa? Frau, Wendt, bitte können Sie sich sparen, Herr Garber. Ohne Vorladung läuft hier gar nichts. Ich liebe diesen herzlichen, bestimmten Ton. Kennen Sie diesen Hund? Joscha Struve ist sein richtiger Name. Gerade mal 15 geworden. Ganz liebe. Wissen Sie was über seine Angehörigen, seine Familie? Die gibt's nicht mehr. Sein Vater ist zurück nach Kasachstan. Seine Mutter hat sich letztes Jahr umgebracht. Und seitdem lebt er auf der Straße. Wir haben nichts bei ihm gefunden, keine Papiere, gar nichts. Und Schnuffi? Schnuffi? Sein Kuschelhase. Den hat er immer im Rucksack mit dabei. Sind ja in Wirklichkeit auch noch Kinder. Wann haben Sie Aljoscha zum letzten Mal gesehen? Gestern spät nachmittags. Patex. Die haben... Aber nee. Was haben die? Ach, die haben sich um die Videokamera gekloppt. Komisch. Was soll daran komisch sein? Die haben sich um die Beute gestritten. Sie müssen es ja wissen. Wer ist dieser Patex? Auch wenn Sie sich da in so einer staatlich legitimierten Grauzone bewegen. Straftaten dürfen Sie nicht denken. Frau Wendt, was war in der Prügelei komisch? Dass sie sich überhaupt geprügelt haben. Zecke hat Patex vergöttert. Patex ist der King, leider. Jürgen Stach heißt er eigentlich. Vor 2 Jahren hat er mit diesem Tätowierungsscheiß angefangen. Sofort haben es alle nachgemacht. Die suchen halt eine Familie. Ja, und wir suchen jetzt Jürgen Stach, alias Patex. Der hat doch sicher irgendwo ein Plätzchen, wo er sich mal verkriechen kann. Bitte, Zecke zuliebe.
Tag, Herr Stach. Brauchen wir die? Ich höre, Herr Stach. Oder soll ich Patek sagen? Zecke hat sich einer eingefangen. Na und? War schließlich meine Kamera. Klar. Und die Kohle dafür hast du erfunden? Die Kamera war ein Geschenk von einem Freier. Name, Adresse? Der hat sie nicht vorgestellt. Und wir waren in einem Hotel. Verstehe. Und heute früh hast du deine Kamera verloren. Für wie blöd hältst du uns eigentlich? Du prügelst dich mit Zecke am Bahnhof Zoo. 500 Meter weiter wird er aus dem Kanal gezogen. Tot. Damit habe ich nichts zu tun. Können wir ja sehen. Ist das selber. Du kannst mit sowas gar nicht umgehen. Ich hatte halt ein anderes Modell. Kennst du den Mann? Nee, habe ich nie gesehen. Hat Zecke bei dem gewohnt? Keine Ahnung. Wo ist es? Weiß ich nicht. Solltest du aber, wenn es deine Kamera war. Du oder Zecke oder ihr Bede habt den Mann geklaut. Richtig? Falsch. Der hat uns doch schon längst angezeigt, oder? Das interessiert im Moment nicht. Du wolltest die Kamera verkaufen, aber Zecke hat nicht gespurt. Du hast ihn bei geknallt, der wollte immer noch nicht. Hat sich so erwehrt. Majestätsbeleidigung. Dass er so lange auf den Kleinen eingebrüllt, bis er sich nicht mehr erholt. Das ist doch völliger Quatsch. Ich lasse mir doch von euch hier keinen Mord anhängen. Ich will einen Anwalt. Jetzt pass mal auf, Mr. Cool. Du hast kein Alibi, aber 300 Euro in der Tasche. Die habe ich mir ehrlich verdient. Und du bist wegen Körperverletzung vorbestraft. Also hör auf mit dem Schwachsinn und sag endlich die Wahrheit. Ohne Anwalt sage ich überhaupt nichts mehr. So. Hier noch ist offen. Er übernachtet bei uns. Und? Schon Ergebnisse? Todeszeitpunkt war zwischen 22 und 0 Uhr. Genickbruch, wie vermutet. Der Atlaswirbel. Einfach so, peng. Was heißt einfach so? Würgegriff, Genickhebel oder sowas. Mit extremer seitlicher Beschleunigung. Ich tippe auf Nahkampf. Military Combat. Wie lange lag der Kleine im Kanal? Circa 8 Stunden. Trotzdem noch irgendwelche Spuren vom Täter? Vielleicht. Ich habe fremde Hautpartikel unter seinen Fingernägeln gefunden. Aber die müssen nicht unbedingt vom Mörder stammen gewesen. Wir haben hier eine Speichelprobe eines Verdächtigen. Stellen Sie es darüber. Geht nachher ins Labor. Gibt es irgendwelche Hinweise auf ein Sexualdelikt? Keine. Weder Spuren von Sexualverkehr noch von sexueller Gewalt. Das ist ja schon mal was. Schönen Dank. Wofür? Was ist denn das hier? Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Carex acutiformis. Besonders scharfkantige Art von Schilf. Das war im Schuh des Opfers. Und dazu passen auch die Schnittwunden, wenn Sie mal sehen wollen. Am Knöchel hier, am linken Handbein. Die Wunden sind wegen der Wässerung aber kaum noch zu erkennen. Sultan Reza bin Sadir, das Staatsoberhaupt von Doma, ist heute Nachmittag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt eingetroffen. Na? Schon weitergekommen? Der einzige Hinweis auf den möglichen Tatort sind Schnittwunden durch so eine bestimmte Schilfart. Wir müssen den Kanalufer oberhalb der Schleuse absuchen. Das heißt, wir brauchen Leute. Kommen Sie mal. Schauen Sie mal. Der Staatsbesuch aus Doma ist bereits eingetroffen und Sie wollen... Ein Mörder finden. Und irgend so ein Wüstenscheich sollte uns nicht davon abhalten. Vorsicht! Wer Doma regiert, kontrolliert immerhin die wichtigste Tankerroute der Welt. Und Sie wollen doch nicht eine neue Ölkrise darauf beschwören, oder? Was hat denn das mit unserem Fall zu tun? In Doma herrscht Bürgerkrieg. Und wir sind gehalten, hier alles zu tun, damit die jetzige Regierung keinen Schaden erleidet. Na prima. Da können sich die Berliner Kriminellen ja freuen. Na, schon Feierabend? Oder können wir sie noch mal belästigen? Kommt drauf an, womit. Haben Sie den schon mal gesehen? Nee, wer soll das sein? Vielleicht ein Freier? Müssen Sie die Jungs fragen. Wo stecken die denn? Ja, irgendwo im Bahnhof, bei der Arbeit. Wie jetzt, bei der Arbeit? Sie meinen anschaffen? Ja, ich kann da auch nichts machen. Sie suchen schließlich eine Bleibe die Nacht.
Gehen Sie ein bisschen einfühlsam mit denen um, okay? Einfühlsam? Was soll das heißen? Soll ich auf Sozialarbeiter machen oder auf Freier? Mach schon. Wie? Du machst auf Freier? Na, Madi, wie wär's mit uns? Nee, lass mal. Vati muss arbeiten. Endlich. Los, weg hier, sonst werde ich nochmal angebaggert. Und? Der Typ war gestern Abend hier und hat wegen Zecke Patex und seiner Videokamera einen Riesenaufstand gemacht. Unser Mann vom Video ist kein typischer Freier, trotzdem soll er öfter im Armstrong rumhängen und nach Frischfleisch gucken. Und jetzt soll Fatih darin in den Laden. Naja, Frauen fallen da drin so auf. Na gut, wenn es ja aber Einsfindung dient. Nur mit Körperausweis. Reicht der? Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Ist der hier schon mal aufgetaucht? Nein. Sicher? Ja, den habe ich hier noch nie gesehen. Und Sie? Kennen Sie den? Nein. Haben Sie den schon mal gesehen? Sie sich auch nicht, oder? Nein. Na dann, vielen Dank für Ihre Offenheit. Jetzt können Sie weitermachen. Ach, vergessen Sie nicht, eine Warnung zu geben. Schönen Abend noch. Eine absolute Unverschämtheit, was soll das? Was wollen Sie überhaupt von mir? Kann man sich nicht mal mehr in Ruhe irgendwo ein Bier trinken, ja? Irgendwo? Sie sind öfter nicht lokal. Blödsinn, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich war zufällig hier in der Gegend. Klar, rein zufällig haben Sie Notausgang erwischt. Ja, Gaber hier. Wir brauchen eine Streife ins Armstrong. Kubierstraße. Und? 9. Wie soll es jetzt weitergehen? Die Kollegen bringen Sie zum Erkennungsdienst, dann liefern Sie eine Speichelprobe ab. Und wir gucken uns inzwischen Ihre Wohnung an. Schlüssel dabei? Das dürfen Sie gar nicht. Doch, dürfen wir. Sie stehen unter Mordverdacht, Herr. Rühle. Das ist eine nette Gegend hier, oder? Ist das nichts für dich? Nee, ist mir zu idyllisch. Ja? Na, in der Idylle gedeiht der Horror. Kamerastativ im Toilettenschrank. Richtig professionell. Halbdurchlässer Spiegel. Und bei dir? Nix. Er hat gut aufgeräumt. Keine Spur von Zecke. Kein Rucksack, kein Kuschelhase, nix.
So eine Bettzeug hat er gewaschen. Fein säuberlich beschriftet, nummeriert. Und hier, Aljoscha, unser Zecke. Die Kassette war in Pateks angeblich verlorener Kamera. Ein paar Kassetten fehlen. Vielleicht verborgt. Fragen wir noch am besten selbst. Ach, kick mal ihn an. Herr Rühle treibt Sport. Aljoscha Struve, genannt Zecke, hat bei Ihnen gewohnt. Oder zumindest gebadet. Das bestreite ich gar nicht. Der arme Junge hat ja kein Dach über dem Kopf. Und wieso haben Sie den armen Jungen und seinen Freund gestern Abend am Bahnhof Zoo so panisch gesucht? Die beiden haben meine Kamera geklaut. Aber deswegen bringe ich doch noch lange keinen um. Das könnte ich gar nicht. Doch, das könnten Sie. Wir haben aber ihn gefunden. Erster Dan Jiu-Jitsu. Der Junge wurde mit mir Nikkei getötet. Den Sport mache ich zur Selbstverteidigung. Ging es vielleicht weniger um die Kamera? Als vielmehr um Ihre Videosammlung? Das sind rein private Aufnahmen. Das ist sexueller Missbrauch von Kindern. 5 Kassetten fehlen. Bo, Kevin, Krümel, Marek und Wolle. Sie können mir nichts anhängen. Die Jungs sind alle über 14. Die Kassetten haben Zeck und Pateks mitgehen lassen. Die dürften ja wissen, wie alt ihre Kumpels sind. Und Sie wissen das auch. Deswegen die Panik. Die Videos bedeuten Knast. Und nicht zu knapp. Abführen. Sie können mir gar nichts. Ja, ich war sauer. Ich habe Aljoscha und diesen Pateks die ganze Nacht gesucht. Aber nicht gefunden. Sie können ja mal im Armstrong nachfragen. Da war ich sogar zweimal. Einmal um 9:30 und einmal um so um Mitternacht. Sehr starkes Motiv. Ganz schwaches Alibi. Trotzdem, man müsste es überprüfen. Klar. Man müsste das überprüfen. Mhm. Sag mal, bist du aus dem Bett gefallen? War Vollmond? Hallo, ich bin's. Und 1 Meter pro Minute. Und? Der passt alle nicht. Was? Mord im Strichermilieu, aber keine Sexspuren. Eine Leiche schwimmt im Kanal, ist aber nie ertrunken. Der Kleine wird mit einem professionellen Jenickhebel getötet. Und mit diesem scharfkantigen Schilf muss Zecke auch woanders in Berührung gekommen sein. Das wächst an jedem Berliner Seeufer, nur hier im Tiergarten nicht. Hier wächst nur das gemeine Schilfrohr. Das ist aber nicht so scharfkantig. Ich bin beeindruckt. Fließgeschwindigkeit etwa 1 Meter pro Minute. Das heißt, in den 8 Stunden, die Leiche im Wasser lag, kann er knapp 500 Meter flussabwärts getrieben sein. Und etwa 500 Meter von hier endet das Lützufer. Eine ruhige Sackgasse. Von da bis zum Armstrong, sonst mit dem Auto keine 3 Minuten. Du meinst Rühle? Der war tatsächlich 2-mal in dem Laden. Aber exakt für die Todeszeit von dem Kleinen hat er kein Alibi. Dann müssen wir sein Auto checken. Ja. Meine neuen Kumpels aus dem Armstrong trauen Rühle jedenfalls alle zu. Er soll öfter mal ausrasten. Naja, in einer Stunde schon. Ach, das geht? Ja, danke. Ja? Tja, entweder man hat Beziehungen oder man hat sie nicht. Eventuell könnte ich doch circa 10 Leute für ihre Durchsuchung im Tiergarten loseisen. Vom Verkehrsüberwachungsdienst. Politessen? Ja. Sehr schön. Danke, Chef. Ja, bitte sehr. Keine Ursache.
Wir müssen anders vorgehen. Warum? Beide Verdächtige haben ein Motiv und ein schwaches Alibi. Und von beiden wurden mittlerweile Hautpartikel unter den Fingernägeln des Opfers gefunden. Ja, und für wen soll ich jetzt Haftbefehl beantragen? Für keinen. Wir lassen sie beide laufen und beschatten sie. Wie? Beschatten? Ich habe zwei Möglichkeiten. Erstens, dieser Patex hat seinen Kumpel Zecke wegen der Videokamera erschlagen. Zweite Möglichkeit. Die Jungs haben Rühle mit den geklauten Videos erpresst. Der ist durchgedreht und hat Zecke zu fassen gekriegt. Und falls Patex die 5 Kassetten hat, könnte er Rühle weiter unter Druck setzen. Und Rühle wiederum könnte versuchen, ihn zu beseitigen. Für die Beschattung brauchen wir unverbrauchte Gesichter. Und mit Verlaub, keine Politessen. Ja, also, wenn Sie sich die Verstärkung selbst besorgen, dann will ich Sie nicht dran hindern. Okay, Chef. Tschüss. Vergessen Sie es. Der nutzt nichts. Ganz ruhig. Ich will den Einsatzleiter sprechen. Dein Typ ist gefragt, Olaf. Ja? Wir müssen ins Hotel. Er braucht den Passierschein. Den kriegt er bei mir. Aber den Wagen parkt er woanders. Olaf, komm, zeig uns, dass du der Chef hier bist. Dir immer, Verena. Aber nicht im Dienst. Also, Abmarsch. Komm, das kleine Stück. Dir immer, Verena. Wie kommt die Pfeife überhaupt dazu, dich so anzuschleifen? Vielleicht wollte er nur höflich sein. Und die paar Meter können wir wirklich zu Fuß gehen. Hier, 100.000 Volt. Und in der Birne geht das Licht nicht an. Dafür sieht er nett aus. Ach. Alt sieht er gleich aus. Los, komm. Passierschein. Lass ich dir lachen. Der will oben machen noch. Otto? Ist das mir nicht Hebel? Allerdings. Wir sind Kollegen. Ein Ausweis. Bei mir auch, in der Tasche. Ist gut, Jungs. Ich hab euch doch gesagt, nur mit Passierschein. Müssen wir uns erst dran gewöhnen, dass du uns was zu sagen hast, Olaf. Mach's aber gut. Kompliment. Jungs, ihr habt richtige Arbeit. Na endlich. Merci, Madame. Merde alors. Ich halte sie auch nicht länger aus. Pique-moi. Was sagt denn unser Einsatzleiter dazu? Ihr seid erlöst. Der schöne Olaf steht auf Verena. Echt? Wir müssen nur ein bisschen nett zu ihm sein. Worum geht's denn genau? Beschattung von Verdächtigen. Wenn wir im Präsidium sind, lassen wir sie laufen und ihr hängt euch dran. Thank you.
S1 Richtung Westen, ich bin dran. Da war unauffällig. Das ist ein ganz Hausebuff da. Alles klar. Oh, ciao. Soll ich dir einen kleinen Umschlag machen, Otto? Mit Kampfer und Huflatte? Oh, lass mal stecken. So schwer verletzt mich nur wieder nicht. Na gut, wie du meinst. Also bei deiner Haut würde ich dir unbedingt zu Jojoba raten. Wieso? Was ist mit meiner Haut? Ja, nichts. Ich meine nur, also Mandelöl bringt energetisch nichts. Verstehst du? Ja. Und dann solltest du das Ganze mit ein paar Tropfen Moschus abrunden. Wegen der erotischen Aura. Was soll denn das hier sein? Bist jetzt Gladbach-Fan? Nee, immer noch Union. Wieso? Will ich doch meinen. Sag mal, jetzt sind doch die Nationalfarben von Doma. Aha. Ja. Und das hier? Ja, das ist der Sultan von Doma. Man muss nämlich die Geschäftsbeziehung pflegen, verstehst du? Sein Cousin ist mein Lieferant. Und das ist der Bruder vom Sultan. Und der ist Botschafter jetzt hier. Den müsstest du eigentlich kennen. Der war vor der Wende Attaché in Pankow. Ach, der. Ich weiß. Pralle FDJ-Mädel, Ersatzteile für ein Volvo. Genau der. Und was hat der mit Esoterik zu tun? Na ja, nicht. Nur Doma ist der weltgrößte Produzent von Weihrauch. Du verkaufst Weihrauch? Ja. Das musst du dialektisch sehen, Otto, verstehst du? Weil Weihrauch, das ist das Opium für die Esoteriker. Ja. Stufe 1. Die machen einen Aufstand wegen so einem Scheich. In der Botschaft sieht es genauso aus. Ich muss mich da öfters hin. Wegen Exportpapiere. Da ist vielleicht Zug hinter, sagt der. Naja, das ganze Sicherheitssystem soll ja auch ein Kollege von der GSG 9 organisiert haben. Was willst du machen? In Doma ist Bojakrieg. Und wer bekriegt da wen? Ach, das ist mir so eine Stammesfehde, weißt du? Ja, die Dynastie des Sultans gegen den Clan Al-Jadir. Und mir sollt recht sein. Der Weihrauch, meine Liebe, war noch nie so billig wie heute. Grüles Auto stand in der Parkgarage um die Ecke vom Armstrong. Er ist auf direktem Weg nach Hause. Was? Nee, Spuren beseitigt hat er nicht. Jedenfalls nicht am Auto. Schön, dich zu sehen. Komm rein. Er ist in einem Jugendheim. Offenbar alte Bekannte. Vielleicht trifft er sich später mit Rühle oder ruft ihn an. Das weiß ich. Was mache ich denn jetzt? Sag mal, weißt du, wie lange ich im Einsatz bin? Ja. Jürgste, du bist der Beste. Wir sind alle stolz auf dich und bringen dir aber zu essen mit. Ja, aber das kann dauern. Bis später. Vielleicht doch ein bisschen viel Moschus. Ach, für ein harmonisches Unterleibschakra kann es ja nicht genug sein. Glaub mir. Was ist das? Na, so ein Dreier. Und was ist? Patrick ist weg. Wie weg? Ja, weg. Spur ist verschwunden. Von hier aus konnte man es nicht sehen. Komplett. Na super. Mann, der Junge bringt den Lebensgefahr. Ja. Hast du Georg Bescheid gesagt? Klar, sofort. Wasserschutz auch. Also, ein Boot fehlt. Die Wannsee 3. Das hat sich wohl Patex genommen. Der hat der Heimleiterin davon nichts gesagt. Plötzlich sei er weg gewesen. Allerdings ohne Paddel. Die hat sie unter Verschluss. Na toll. Der paddelt mit den Händen. Oder mit dem Brett. Wie weit dürfte er damit nicht kommen? Was sagt denn der Wasserschutz? Na nix. Die sind doch viel zu beschäftigt. Sicherheitsstufe 1.
Hallo? Mensch, Otto, wird aber auch Zeit. Wann kommt die Ablösung? Ist nicht wahr. Wieder Tiergartenschleuse? Nee, Rühler, diesmal ein Alibi. Sagen Sie bloß, Sie haben die ganze Nacht hier gewartet. Moin. Gut geschlafen? Danke. Wieso? Das wird sich ändern. Wir finden die restlichen Videos und dann ist Schluss mit lustig. Darf ich? Die ganze Zeit, ich bin im selben Film. Alles genau wie vorgestern. Die Absperrung ist neu. Das Opfer natürlich auch. Derselbe Täter. Zumindest dieselbe Todesart. Papiere hat auch keine dabei. Wir wissen, wer das ist. Hier ist der Obduktionsbericht. Also, beide Jungs sind zwischen 22 Uhr und Mitternacht umgebracht worden. Beide durch den gleichen Nahkampfgriff. Beide haben die feinen Schnittwunden vom Schilf. Und bei beiden ist der Fundort nicht der Tatort. Was ist mit der Kleidung? Wird noch untersucht. Von wo aus ist er noch mal losgepaddelt? Von hier. Die umliegenden Schilfgebiete müssten gecheckt werden. Was war mit dem Motiv? Jedenfalls keine Beziehungstat. Dazu ist er allzu spurlos, aber ja. Emotionen waren da nicht im Spiel. Aber der Fundort Schulentreff, die runtergelassenen Hosen, das passt doch. Eben, der passt zu gut. Gerade in der Wiederholung. Du meinst, der Täter hat das richtig gehend inszeniert? Klar, er hat eine falsche Spur gelegt. Wir sollten uns auf das Strichermilieu konzentrieren. Mal angenommen, ihr habt recht. Woher wusste der Täter, dass die Jungs aus dem Milieu sind? Sieht man den noch nicht an, oder? Hieran schon. Häuschen am Wasser wäre auch nicht schlecht. Bei welchem Gehalt bezahlst du das? Ich muss eigentlich den Seeler zukaufen. Also wenn Sie Schilf suchen, das wäre ja da drüben. Nie gehört. Buchstabier mal. Mole und Skinhead. Skin. Moleskin. Aha. Und wer trägt sowas? Ah ja. Ja. Nein, wunderbar. Gute Arbeit. Das wird uns weiterhelfen. Danke. Ja. Was wird uns weiterhelfen? Na, schieß los oder brauchst vorher noch eine Fanfare? Wir haben eine Spur zum Täter. Pateks Kleidung hatte Faseranhaftungen. Im Schulterbereich und am Reißverschluss. Zwar ganz wenig, aber es ist eine spezielle Baumwollart. Moleskin. Wird für Uniformen verwendet. Was sagst du? Zu süß. Mein Schüchsel, Moleskin-Uniform gibt's in jedem Secondhandladen. Aber doch nicht diesen Stoff. Erstens ist er nicht olivfarben, sondern schwarz. Und zweitens ist er speziell beschichtet. Extra Anfertigung für KSK, SEK, solche Eliteeinheiten. Das ist ja schon was. Komm mal mit. Da. Wannsee 3. Also. Können Sie uns da absetzen? Keine Chance. Wieso? Zu flach. Nee, Naturschutzgebiet. Sie müssen über Land. Ja, und wo ist das? Über Land? Also das ist hier, ziemlich genau. Das ist eine Studentin. Die ist selten hier. Die Villa gehört einer Katharina Stein, Studentin. Was? Studentin? Hat sie von ihrer Mutter geerbt, ist aber selten hier. Aha, dafür ist er aber ziemlich gut in Schuss. Oh. Ist er offen?
mit Ihrer wirklich einer Studentin? Vielleicht sollte ich es mal mit einer Jungen versuchen. Mit so ein bisschen Moschus. Versuchen kannst du es ja. Siehst du hier irgendwo ein Paddelboot? Das scheint diese scharfkantige Schilf hier zu sein. Ich hab Stiefel an. Oh. Jawohl. Immerhin sind wir auf dem richtigen Gelände. Guck mal, wen haben wir denn da? Schnuffi, nehme ich an. Pizza Salami. Jemand hat die Jungs beim Essen noch viel Schuld. Geld. Schutzschnecken. Schau mal hier. Wolle Kevin Krümel. Jetzt ist Rüde fällig. Die Kollegen von der Sitte werden sich freuen. Tag. Tag. Wartis. Will die Kripo schon wieder Verstärkung von uns? Du hast doch gesagt, die sind bei euch bekannt. Mhm. Wir brauchen die Dienstpläne der letzten Tage und die Personalakten. Oh, sind wir jetzt bei der Dienstaufsicht? Immer noch die Mordkommission. Moment mal. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass einer meiner Leute... Wir glauben an unsere Arbeit. Die sind aber nicht die Einzigen, wir auch. Ist gut. Spurensicherung schafft das heute nicht. Noble Familie, die Steins. Wisst ihr, was sowas hier kostet? Allein schon ein Grundstück. Hände hoch! Keine Bewegung! Jetzt steckt man die Dinger wieder ein. Wir sind von der Kripo. Mein Ausweis ist hier drinne. Okay. Entwarnung, hat sich erledigt. Warum haben Sie sich nicht angemeldet? Hier sind überall Bewegungsmelder. Funken direkt zur Zentrale. Sind Sie schon mal alarmiert worden? Öfter, klar. Meist durch irgendwelche Tiere, ein Fuchs oder so. Neulich stand ein Getränkelieferant vorm Tor. Hatte zwar einen Schlüssel, aber keine Ahnung von der Alarmanlage. Und gestern? Oder vorvorgestern? Letzten zwei Tage weiter, nicht, oder? Nicht. Wieso fragen Sie? In einem Gartenhaus haben zwei Jungs übernachtet. Die müssen ja irgendwie reingekommen sein. Aber nicht von vorne rum. Nicht über die Hausseite. Die sind durch Schilf gekommen. Gibt's denn da keine Bewegungsmelder? Müssten wir leider abschalten. Im kleinsten Windstoß haben die angefangen loszujaulen. Technik an sich ist halt dämlich, sag ich immer. Sehr groß so. Ein Einzelkämpfer. Mhm. Auf meiner Wache hier am Zoo. Und dafür habt ihr euch durch die Akten gefressen? Kinder, ihr habt echt zu viel Zeit. Tut mir leid, aber wir müssen jeder möglichen Spur nachgehen. Wir haben ihn aber ganz schön hin. Scheiß Job. Kriegen kaum Leute. Lass mich los! Aber du kannst sofort bei denen anfangen. Nee, danke. Sag mal, die Rotkäppchen kennen die Jungs und ihre Tätowierungen noch dann auch, oder? Ja, Logo. Doch quasi die Hausmeister hier. Aber es gibt nirgendwo Kampfspuren. Trotzdem, die Jungs wurden hier irgendwo ermordet. Spricht einiges dafür, das angebrochene Essen, das Paddelboot, der Rucksack, die zeitlichen Abläufe. Aber warum? Und warum zwei Tage später noch ein Mord? Vielleicht haben die Jungs irgendwas beobachtet, einen Einbrecher gestört. Und das gleich zweimal hintereinander. Vielleicht konnte Patex flüchten. Vielleicht bringt uns ja die junge Erbe noch eine Idee. Beim nächsten Mal geben Sie aber Bescheid. Machen wir. Okay, tschüss. Wie sind Sie eigentlich hier auf das Grundstück gekommen? Polizeiarbeit. Frohen Schaffner. Tschüss. Polizeiarbeit. Hat sich eine Katharina Stein schon gemeldet? Nee, wieso? Wir haben wahrscheinlich einen Tatort gefunden. Wir wahrscheinlich den Täter. Ach, wer soll das sein? Ein nahkampferfahrener Mann. Genickhebel, muss bei einer Sondereinheit gewesen sein. Schwarzer Moleskin, die Fasern an Pateks Kleidung.
Ein Mann, der in den letzten 2 Jahren am Bahnhof so gearbeitet haben muss. Wegen der Tätowierung. Die Kollegen von der Wache am Zoo scheiden aus, die haben wir überprüft. Die Rotkäppchen vom Wachschutz auch. Bleiben die ehemaligen. Der Wachschütz hat 2 Leute beschäftigt, die ins Profil passen. Der hier war früher beim SEK, ist nach München umgezogen, war aber in den Tatnächten beschäftigt, also fällt er als Verdächtiger aus. Aber der zweite, der ist interessant. Marius Schroth war sogar mal Schichtleiter beim Wachschutz. Hat allerdings verheimlicht, dass er von der GSG 9 unehrenhaft entlassen wurde, also quasi vorbestraft ist. Wo steckt er jetzt? Es gibt seit 1 Jahr keinen Eintrag mehr über ihn. Wieso nicht? Der kann sich doch in die Luft auflösen. Entschuldigen Sie bitte. Wofür? Ist ja nichts passiert. Zu wem möchten Sie? Zu Herrn Garbe. Der mit dem Charakterkopf. Wenn Sie das so sehen. Guten Tag, Herr Garbe. Da bin ich. Katharina Stein. Scholz. Hallo. Hallo. Ja, ich bin's nochmal. Schön, dass Sie so schnell... Aber Sie sind doch die Meldestelle, oder? Meine Kollegin Berthold. Hallo. Herr Garbe, Herr Scholz. Mhm. Nehmen Sie doch Platz. Gut, Marius. So, bitteschön. Dankeschön. Kann ich Ihnen vielleicht was anbieten? Möchten Sie was trinken? Kaffee? Haben Sie auch was Gesundes? Grünen Tee oder so? Ja, selbstverständlich. Gerne. Seit wann haben wir grünen Tee? Wie? Haben wir etwa keinen grünen Tee? Ein Wasser tut's auch. Gut. Wollen Sie sich die mal anschauen? Wasser? Kühlschrank? Das war echt eine ganz schön furchtbare Nachricht. Sind Sie sich ganz sicher, dass die beiden draußen auf dem Grund sind? Ziemlich. Wir haben gehofft, dass Sie uns weiterhelfen können. Ach Gott, sieht der elend aus. Aljoschas Mutter hat bei uns geputzt. Die Familie hat irgendwie den Westen nicht so ganz gepackt, also vor allem der Vater nicht. Suff-Prügeleien. Haberland hat Aljoscha und seiner Mutter angeboten, dass sie bei uns im Gartenhaus wohnen können, bis alles geregelt ist. Dankeschön. Wer ist denn Haberland? Professor Rainer Haberland ist mein Stiefvater. Ist Chefarzt in der Waldklinik. Wird die Villa zurzeit genutzt? Ja, Rainer hat sie ausdrücklich für morgen reserviert. Wir telefonieren immer, bevor jemand von uns beiden rausfährt. Ja, was findet denn da morgen statt? Das kann ich Ihnen leider nicht genau sagen. Wir stehen uns nicht so besonders nah. Könnten wir uns daraus mal gemeinsam ankicken? Ansehen? Jetzt sofort? Jo. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Was war das denn? Er will es unbedingt mal mit einer Jungen probieren. Untauglicher Versuch am untauglichen Objekt. Die ist zu jung. Weißt du, warum es über diesen Schrot nichts mehr im Computer gibt? Na? Vor einem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben. Kannst du rauskriegen, welche er jetzt hat? Mit unserem Dienstgrad keine Chance. Wer dann? Redemann? Mindestens. Besser noch der Präsident. Also, Redemann. Wer geht? Na gut, weil ich sowieso Feierabend habe. Da oben war mein Zimmer 20 Jahre lang. Mit Seeblick. Sehr schön. Ihr habt in letzter Zeit irgendwelche Reparaturen oder Veränderungen am Haus? Letztes Jahr gab es einen neuen Anstrich und ein neues Dach. Aber ansonsten müssen wir Haberland fragen. Ich bin ziemlich selten hier draußen. Im Sommer mal zum Schwimmen oder so einer Gartenparty an meinem Geburtstag. Hm. Sternzeichen Löwe? Nee, Krebs. Oh, Krebs. Fein, fein. Krebs haben eine romantische Ader. Sonnenuntergänge, Sterne will. Frühstück am See. Ja, mit Schnaken und Stechmücken. Außerdem sind die Nächte hier sehr still. Um nicht zu sagen totenstill. Sie mögen es lieber laut. Nee, lebendig. Und Ihr Stiefvater hat das Haus für morgen ausdrücklich reserviert. Naja, vielleicht hat er Angst, dass ich ihm irgendwie hinterher spioniere. Ist es möglich, dass er, wie soll ich das sagen, dass er hier draußen Strichjungen in Anspruch nimmt? Nein, das ist völlig absurd. Also mehr Hetero als Rainer Haberland ist kaum möglich. Das hat auch meine Mutter leidvoll erfahren müssen. So, so. Ja, ich habe verstanden. Professor Haberland ist diese Woche nicht da, aber er muss als Chefarzt doch irgendwie erreichbar sein. Frau Berthold. Auch das ist ja schön für den Sultan. Moment. Ja? Wunderbar, vielen Dank. Tschüss. Es reicht langsam.
Ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich mir ihretwegen eine blutige Nase hole. Erst die Beschwerde der Sicherungsgruppe. Sie wunderbar abgewimmelt haben. Und dann Ihre Anfrage wegen der Staatsbürgerschaft. Das ist ein sicherheitsrelevanter Bereich. Ja, eben. Ohne Sie kommen wir einfach nicht weiter. Ach. Jede Menge Telefonate. Innenministerium, Außenministerium, warten. Kompetenzen überschreiten. Was ist denn jetzt mit der Staatsbürgerschaft von Marius Schroth? Ich hoffe, wir treten da nicht in ein Wespennest. Schön. Hat sich hier was verändert? Irgendwas auffälliert? Jede Detail könnte wichtig sein. Nee, also mir fällt jetzt nichts auf. Sie mögen sie ja? Nee, ich nicht, aber mein Stiefvater. Ich rauche nicht. Aber bedienen Sie sich ruhig. Nee, ich rauche auch nicht. Bibliothek und maurischer Salon. Ach, so wie bei mir. Sollen wir hochgehen? Jo. Schöne alte Bücher. Tja, wenn er Mutter und mich auch mal so geliebt hätte wie diese Schinken. Da haben wir ja den maurischen Salon. Was haben Sie denn? Ach, ich fange gleich wieder an zu frieren, wie früher, vor Einsamkeit. Uah. Man muss ja hier nicht um Hinterlehne sein. Und gegen kalte Füße kann man auch vertun. Stimmt, sagt Alex auch immer. Welcher Alex? Mein Freund, also altmodisch Verlobter. Frau Stein, ich habe gerade erfahren, dass Ihr Stiefvater den Sultan von Doma beim Staatsbesuch begleitet. Ist das jetzt eine private Verbindung oder ist das rein professionell? Beides eigentlich. Der Sultan und Haberland sind befreundet. Die waren zusammen auf dem Internat in Salem, die Sherry Gang. Was für eine Gang? Sherry wie Sherry. Die haben sich wahrscheinlich immer zusammen ihr Heimweh weggebechert. Haben Sie den schon mal gesehen? Nee, tut mir leid, ich hätte Ihnen gern geholfen. Aber wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen? Okay. Und wenn ich mal kalte Füße habe, melde ich mich. Tschüss, tschüss. Bist du noch da? Machst du noch mit? Was? Pass auf, Marius Schroth. Wer? Ex-GSG-9-Mann, Ex-Wachschützer vom Bahnhof Zoo, hat seit einem Jahr die Staatsbürgerschaft von Doma, erteilt vom hiesigen Botschafter. Na, das ist ja ein Ding. Hast du noch die Visitenkarte von dem Wachschutz? Ja, Garda hier. Ihr Alarm neulich. Wissen Sie zufällig noch, welche Getränke der Mann geliefert hat? Danke. Und? Professor Haberland hat Nachschub für die Sherry Gang bestellt. Die wollen Sie morgen hier treffen. Und unmittelbar vor dem Treffen finden auf diesem Grundstück zwei Morde statt. Reden wir mit Haberland. Wir müssen dringend mit Professor Haberland sprechen. Stellt euch das vor, hier ist offizielles Programm. Moment, es geht los. Herr Professor? Ja, Sie. Moment, ich komme mal rüber. Zu mir? Ja, Kripo, ganz kurz nur. Ich gehe davon aus, dass auf Ihrem Grundstück am Wannsee zwei Jugendliche ermordet wurden. Einer davon kennen Sie, Aljoscha Struve. Das ist ja furchtbar. Haben Sie denn Beweise? Indizien. Tja, und wie kann ich Ihnen da helfen?
Ihre Stieftochter hat angedeutet, dass Sie morgen Abend da ein Treffen haben werden. Die Sherry Gang. Also das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß gar nicht, wie Katharina darauf kommt. Das klang etwa so. Also, ich denke, Sie verschwenden Ihre Zeit. Es gibt ein minutiöses Besuchsprogramm, das Sie jederzeit einsehen können. Als Botschafter von Domar bedanke ich mich für Ihre sorgfältige Arbeit. Aber unsere Sicherungsgruppe bewacht uns ganz hervorragend. Und das wissen die Kollegen nur zu genau. Bitte. Kein Problem, Rainer. Unsere gemeinsame große Sache wird dadurch nicht gefährdet. Alles in Ordnung. Sie trampeln hier im Porzellanladen rum und ich kann hinterher die Scherben kitten. Sie sollen ermitteln und nicht in der Politik rumfummeln. Ist leider nicht zu trennen. Die Jungs haben sich ausgerechnet dort versteckt, wo sich morgen der Sultan in geheimer Mission treffen will. Das ist doch Unsinn. Laut Protokoll ist er morgen ganztägig in Meißen und abends beim Wirtschaftsminister. Besuchspläne kann man über den Haufen werfen. Außerdem hat Professor Haberland Ihnen gegenüber ein solches Treffen doch bestritten. Wer sagt das? Der schöne Olaf, der stand dabei, hat getratscht. Ja, ja. Sagen Sie mir bitte einen Grund, warum so ein Treffen geheim bleiben sollte. Wir wissen nur, dass unmittelbar davor auf dem Grundstück zwei Jungs ermordet wurden. Wahrscheinlich von einem Profi, Marius Schroth. Ja, ich kenne die Akte. Der einen ziemlichen Aufwand betrieben hat, um die Spuren zur Villa zu verwischen. Und der ausgerechnet Staatsbürger von Doma ist. Der hat da was vorbereitet und die Jungs wurden zufällig Zeuge. Wovon denn? In Doma herrscht Bürgerkrieg. Was ist, wenn Schroth da mitmischt? Ach, Sie meinen ein Attentat? Hier in Berlin? Ach, das ist ja viel zu umständlich, viel zu gefährlich. Aber es würde Sinn machen. Und woher weiß Mario Schroth von dem Treffen, wenn es so geheim ist? Das kann er uns leider nur selber sagen. Deshalb sollte man die Villa ab sofort überwachen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wieso sollten Sie sich denn da überhaupt treffen? Um konspirativ zu grillen? Ich mach mich doch nicht lächerlich. Aber in einem gebe ich Ihnen recht. Wir sollten Mario Schroth zur Fahndung ausschreiben. Aber Finger weg von der Villa und Finger weg von der Politik. Wir haben uns verstanden, ja? Aber den Mörder dürfen wir schon noch suchen, oder? Finden. Und verhaften nicht vergessen. Gute Nacht. Für seinen Umsatz schreckt er vor nichts zurück. Du musst das Becken locker lassen, Sputnik. Oh Gott. Was ist denn? Lass es mal die Frauen machen. Wieso denn, du Sexist? Die Sahne kann das schon sehr schön. Was ist denn? Was soll denn das sein? Das ist vielleicht der GSG-9-Mann, der in der Botschaft das Sicherheitswesen auf Vordermann gebracht hat. Also, gesehen habe ich den Mann ja noch nie, nur von ihm gehört. Tut mir leid. Sag mal, Blume des Morgenlandes. Hast du jetzt schon was vor? Tja, Money makes the world go round. Was war das? Money makes the world. Geld regiert die Welt. Englisch. Zentrale für Sicherungsgruppe 3. Es erfolgt vorzeitige Aktivierung. Sicherungsgruppe Sultan sofort zur Bereitstellung. Wiederhole. Sonderdurchsage. Zentrale für Sicherungsgruppe 3. Vorzeitige Aktivierung. Sofort zur Bereitstellung. Ich bin's. Ich habe gerade unseren Funk gehört. Okay, Yüksel. Fahr ins Hotel. Und wenn der schöne Olaf wieder Stress macht, bestell ihm schön Gruß von Irina. Alles klar. Die Sicherungsgruppe Sultan wird vorzeitig aktiviert. Wegen fester Besuchsplan. Von wegen Jans Tee, ich meiße. Also, Freunde von der Sommerbühne, den Namen Marius Schroth kennt in der ganzen Botschaft kein Aas. Aber, nee, erst mal meine Backschisch-Auslagen zurück, ja? 100 Euro. Und dann leg mal gleich noch einen Fuffi ruf. Was? Ja, für ein Foto. Na, was ist denn nun? So, Foto.
Mein Export-Import-Freund kennt einen Sicherheitsberater mit Namens Rashid El-Barat. Das ist er, der Linke. Alias Marius Schroth. Zusammen mit dem Botschafter. Wir haben die Fahndung nach Schroth um seinen arabischen Namen ergänzt. Und? Schon irgendwas Besonderes? Georg? Georg? Nichts. Alles ruhig. Selbst die Standheizung gibt keinen Mucks von sich. Das wirst du ja wohl aushalten, sonst mach ein paar Kniebeugen. Irrewitzig. Yüksel, wie sieht's aus? Ich hab den schönen Olaf von dir gegrüßt. Der ist total friedlich. Ja. Also bisher hat sich am Ablauf nichts geändert. Angeblich. So wie die auch nur einen Millimeter vom Programm abweichen, dann melde dich. Ja, Verena, ich melde mich sofort, natürlich. Vielen Dank für die Kooperation, Herr Wellemann. Na klar, gern. Die Kollegen von der Sitte bedanken sich. Was soll das denn werden? Telefonüberwachung, Professor Haberland. Setzen Sie mal bitte Ihren Kopfhörer auf. Ich sage noch mal, Finger weg von der Politik. Wir suchen den Mörder, wie besprochen. Und einen Sultan können wir ja schlecht abhören. Kannst du sie absetzen? Verena, Otto, neue Meldung. Der Sultan hat den meisten abgebrochen. Der Konvoi ist auf dem Rückweg. Wie es weitergeht, kann hier niemand sagen. Okay, halt die Stellung. Otto, was sonst? Otto. Mach mal lauter. Kriminalpolizei, ja, die war inzwischen bei mir. Eine attraktive Dunkelhaarige und ein aufdringlicher Mensch mit Strickmütze. Aber das hat sich erledigt. Aufdringlich. Sollen wir Hofknicks machen? Kleinkram. Und wie geht's Ihnen, Herr Professor, und dem Sultan? Alles bestens. Alle wohlauf. Wiederhören. Tschüss, Herr Professor. Wenn alle wohlauf sind, wieso kommen die dann zurück? Georg, gibt's was Neues? Nee. Jedenfalls hier nicht. Kein Mensch hat sich der Villa genähert. Die Alarmanlage arbeitet zuverlässig, die Standheizung nicht. Bleibst du wenigstens wach? Was ist mit dem Ufer? Der Kollege vom Wachschutz hat gerade die Sensoren aktiviert. Wenn ihr recht habt, müsste ja allmählich was passieren. Und wenn nicht? Haben wir Pech gehabt. Achtung, hier geht's jetzt los. Der Konvoi ist am Anrollen. Anderthalb Stunden vor Protokollzeit. Wir fahren in die Hotelgarage. Ich versuch mal was mitzukriegen, ja? Ich melde mich dann. Okay, kannst Feierabend machen, Heinz. Schau mal, Lena. Okay. Ciao. Gaber. Was? Flughafen Frankfurt. Wie? Ja, wir fahnden nach einem Domari. Wie? Ich verstehe Sie so schlecht. Ah, Sie haben Rashid El-Barat. Ne. Da missverstehen wir uns. Nicht? Genau. Ach, Sie haben ihn nicht? Richtig. Ach so. Und wen haben Sie dann? Hafez Al-Shadir. Bitte? Nochmal. Hafez Al-Shadir heißt der Mann. A-L-J-A-D-I-R. Ein Geistlicher. Imam. So ein hohes Tier. Angeblich will der Freund in Berlin besuchen. Und? Haben Sie ihn festgehalten? Nee, der steht ja nicht zur Fahndung, oder? Ich dachte nur wegen Berlin. Und weil der seltsamerweise allein reist, ohne Bekleidung. Also wir faxen euch ein Foto von dem, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Okay, vielen Dank, Kollege. Nein, nix, danke. Hafez Al-Shadir. Was ist denn mit dem? Al-Shadir, ich hab das schon mal gehört. Nein, noch nicht. Ich besorge schnell etwas stabilisieren. Ich bin gleich wieder da. Was ist mit dem Abendprogramm? Abwarten. Aber wenn es nicht besser wird, würden wir canceln. Das ist alles so seltsam. Die sind durch den Elefanteneingang und haben den Lastenaufzug benutzt. Das Hotel scheint wirklich krank zu sein.
Ist Haverland bei ihm? Der ist weg mit der Staatskarosse. Alleine? Mit Chauffeur. Sitzt sonst noch jemand im Auto? Keine Ahnung. Warum kriegst du nicht einfach nach, Yüksel? Mensch, Otto, die Limousine hat getönte Scheiben. Außerdem ist sie gerade weg. Was ist mit dem Botschafter? Er bringt seinen kranken Bruder ins Bett. Ich meine, den Sultan. Okay, Yüksel, dann komm zurück ins Büro. Okay, bis gleich. Imam Al-Jadir. Sputnik hat über Al-Jadir gesprochen. Was? Al-Jadir heißt der Clan, der den Stamm des Sultans bekämpft. Der Sultan ist in Berlin und der feindliche Stammesführer reist gerade an. Du meinst, sie treffen sich hier? Na klar, und Haverland hat das organisiert. Aber so ein Stammesführer kommt doch nie her, um hier Bürgerkrieg zu machen. Der kommt höchstens her, um zu verhandeln. Tja, und dafür brauchst du keinen Schrot. Den brauchst du, um die Verhandlung zu sabotieren. Und er handelt nicht alleine. Es gibt nur einen, der Schrot von dem Treffen informieren konnte. Der Botschafter. Du hast so viel auf dich genommen, Rainer. Wir haben deine Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das ist doch selbstverständlich. Hauptsache, das Blutvergießen hat bald ein Ende. Al-Jadir und ich werden versuchen, einen gerechten Ausgleich zu finden. Unsere Menschen haben ein Recht darauf. Entschuldige. Noch eine Vorsichtsmaßnahme, die du mir hoffentlich verzeihst. Imam Al-Jadir. Hallo. Assalamu alaikum. Enne Reza. Das ist ja arabisch. Und wer ist das? Na, der Sultan. Ja, gut. Und was sagt er? Du, ich habe noch nicht mal den Koran gelesen. Na ja, ein paar Wörter kann ich warten. Er trifft sich mit einem Imam. Wollen Friedensverhandlungen führen. Um 19 Uhr. Scheiße. Das ist in 50 Minuten. Ich weiß, ich halte die Stellung. Alles unverändert. Die Alarmanlage ist scharf. Der Wachschuss hat die Funkverbindung noch mal überprüft. Was treiben eigentlich Haverland und der Sultan? Die Herren sind unterwegs und ja, wir jetzt auch. Absolut nichts. Der müsste längst da sein. Müssen den Schrot sich auf der Strecke her irgendwo verschanzt hat. Ach, der begeht doch nicht hier zwei Morde, um sich dann hinterm Straßenbaum zu verstecken. Außerdem ist die Staatskarosse gepanzert. Mit einer Bazooka kein Problem. Quatsch, der wird doch kein Aufsehen erregen. Außerdem braucht er beide zusammen, den Sultan und den Imam. Fahr los und versuch die Limousine zu stoppen. Hier ist nichts. Tote Hose. Halt trotzdem die Augen offen. Moment mal, da kommt was. Stell einfach die Bahn quer. Toller Vorschlag. Und, warum
gefahren sind? Nee, nur ein Taxi. Ist gleich 7 und noch keiner da. Abwarten. Wir wollen Attentat verhindern, nicht die Friedensverhandlungen. Die Sache stinkt. Teuermach, Georg. In dem Taxi waren Haberland und der Sultan. Da konnte doch kein Mensch wissen. Pass auf, der andere Stammesführer muss noch kommen. Egal womit. Auf jeden Fall stoppen, klar? Ja, geht klar. Herzlich willkommen. Wo hast du gedacht? Oben im arabischen Salon. Ach. Bedien dich doch bitte. Danke. Bisschen frische Luft kann nicht schaden. So. Darf ich doch mal deine Hände haben? Ja, natürlich. Mal hören, was der Imam macht. Ach, ich Idiot, ich hab den Rotwein unten gelassen. Auch du wirst nicht, Junge. Ja. Polizei? Mein Name ist Scholz, my name is Scholz, German Police, Mr. Imam. You have to stay with me. It's very dangerous over there. Sie sind da in großer Gefahr, sie werden, I don't know the word, massakriert. Ist besetzt, Haberland telefoniert. Schrot ist längst im Haus. Was? Na klar. Die Steine hatte Drolo gestern hochgezogen und oben gelassen. Ist doch immer noch oben. Na, Haberland hat's gerade hochgezogen. Als wir gekommen sind, war alle zu. Der hockt da seit Tagen drin, verdammte Scheiße. Spiel nicht den Helden, das ist ein Killer. Ja, eben. Georg, wir gehen rein. Limassau kifft. Police Berlin. Anna Hochschwert. Der Sultan ist in Nebenzimmer. Wo ist er? Oben. Echter Atlantik. Vielleicht. Es gab Komplikationen. Der Imam ist aufgehalten worden. Los, Reiter! Und auf den Boden legen! Von dem Treffen wussten doch nur wir beide. Und dein Bruder. Oh!
Waffe weg. Ganz langsam. Zurück. Da rein. Mach die Tür zu. Nein, er soll die Tür zumachen. Kommt schon, aufmachen, nicht einschlafen, kommt! Das muss genäht werden. Und außerdem müssen Sie unbedingt zur Beobachtung. Wohin denn? Wohin wohl? Ins Krankenhaus. Das Nachtsichtgerät wird nicht passiert. Verena? Was ist denn? Wo ist meine Mütze? Hier ist deine Mütze. Danke. Das werden wir Ihnen nie vergessen. Keine Ursache. Mit Dank und Anerkennung im Namen von Sultan Reza. Danke. Ich danke Ihnen. Ja, und ist der Frieden in Doma auf einem guten Weg? Die ersten Schritte sind jedenfalls getan. Mit Hilfe Ihrer Leute. Dann hat der Botschafter schon gestanden? Und ja, bei den Verhörmethoden da unten. Und sein Attentäter hat ja Aljoscha und dessen Freund auf dem Gewissen, oder? Tja, die beiden Jugendlichen mussten sich ja ausgerechnet ihr Grundstück zum Übernachten aussuchen. Woher sollten Sie auch wissen, dass Sie dort die Vorbereitung zu einem Attentat stören? Sie haben es ja auch nicht gewusst. Ja. Jedenfalls hoffe ich, dass das Geschenk des Sultans Ihre Truppe erfreuen wird. Ja, natürlich. Ich freue mich auch. Die Sache hat allerdings einen Haken. 4 Wochen Luxushotel. Wellness total. Kann sich rund um die Uhr verwöhnen lassen. Zarte Frauen, die haben den abendländischen Stress aus dem Körper kneten. Männerhände. Du kannst dich nur von Männern massieren lassen. Ach, Quatsch. Genau. Naja, wir können ja auf eine Falkenjagd gehen. Oder ein Wüstensafari mit Kamel machen. Mit einem Kamel durch die Wüste, das stelle ich mir ja sauspannend vor. Mann, da unten gibt es die höchstdotiertesten Pferderennen der Welt. Und die haben Umsätze, da träumst du davon. Wenn du da einen Volltreffer landest, bist du reich. Ich habe immer ein Pferd zu rufen gehabt da unten. Müssen wir laufen? Läuft immer noch. Was machen wir eigentlich mit den Ohren? Kannst du einen Sputnik verhökern, der wird so bestimmt los. Aber hängt sich in so ein Ding um den Hals. Hallo? Na, Chef? Auch ein Zug? Nein, danke, ich trinke nicht. Und schon gar nicht mit dem Strohhalm. Sagen Sie mal, wir haben schon über die Urlaubsplanung nachgedacht. Und ich auch. Aber da gibt's ein Problem. Die Friedensverhandlungen dauern da noch. Und solange die nicht abgeschlossen sind, brauchen wir erst gar keine Urlaubsanträge einreichen. Ah, klasse.
Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Herr Ober, was haben Sie vom Fass? Mensch, Otto, das ist landestypisch. Hier gibt's kein Bier. Probier das ist lecker. Was ist denn das? Ayran. Hochprozentiger Joghurt. Nee, lass mal. Ich vertrag jeden Abend Sachen mehr. Sagen Sie mal, Chef, kann man sich den Gutschein nicht auch auszahlen lassen? Oh, das gibt politische Verwicklung. Onkel Herberts Videosammlung. Marek. Alle Kevin, Bo, alle, wie sie da sind. Patex, lass das, mach keinen Scheiß. Ach, guck mal an, Krümel. Und der kleine Wolle auch. Los, wie zurück. Ich will keinen Stress. Sag mal, wo ist eigentlich dein Film, Zecke? Geil, Kleiner. Ja, komm, zeig's mir. Ey, du dummer Sau, gib doch mal her. Da klauen wir doch noch mal Blaskonzert. Ey, der rastet aus. Zeche ist Arschparade. Gut so. Alex, schau, bitte. Ich hab doch gesagt, dass dieser Ratte hier nicht ins Haus kommt. Das hab ich doch gesagt, Aljoscha, oder? Ha? Verschwinde. Hast du nicht gehört? Du sollst verschwinden! Ist ja okay? Hau ab! Ist ja okay? Herbert! Das sagst du nicht zu mir! Hau ab, du Ratte! Aus! Aljoscha. Du, jetzt sei bloß nicht beleidigt. Komm. Komm, wir machen es uns ein bisschen gemütlich. Komm her. Komm her. Aljoscha! Wenn du jetzt gehst, dann ist Sense. Das war doch nicht so gemeint! Weh? Ja, lass mal, schon okay.
Geil, was? Du hast sogar eine Kassette drin. Du machst so einen Scheiß mit dir. Ich hab keinen Bock auf Heimann. Ey, Mann! Patex, bitte! Mann, die Sau macht damit Kohle, verstehst du? Der soll uns was rüberschieben. Wo soll ich jetzt wohnen, du Arsch? Weiß der nicht. Schnuffichen. So, Otto. Probier mal. Das hier. Das müsste zu dir passen. Kichererbsen. Nee, lass mal. Ich bin schon von den Düften hier satt. Sag mal, so ein Springbrunnen hält Karma rein. Wer ist ein Karma? Karma. Das ist, also, na, ich nehm's ja gegen eine Prostata. Verstehst du, wenn's mal mit dem Wasserlassen ein bisschen enge wird, dann animiert mir das Plätschern. Für 160 Euro. Bisschen übertrieben, wa? Du, Otto. Esoterik ist die Wachstumsbranche. Verstehst du? Da fließt das Geld gerade in die besseren Kreise. Ach, Verena, wir reden gerade von Moin. Dir. Moin. Komm, greif zu. Das sieht ja blöd aus. Ja. Bist du zufrieden mit dem Rosenquarz? Hilft er? Ich hoffe. Du hast einen Rosenquarz gekauft. Sollt ihr einen schönen Räubusch-Tee machen? Haben keine Zeit, haben eine Besprechung. Was kostet so ein Ding? Geld, Otto, was sonst? Komm, ja. Wir müssen los. Ja, pass auf, wo er langfahrt. Alter. Ja, die haben die Sperrzone erweitert. Also, wir fangen schon mal ohne Frau Berthold und Herrn Gaber an. Also, von mir aus können wir ruhig noch warten. Nein, meine Herren, es drängt. Wir haben eine Messe in der Stadt, die Importshop, morgen ein Länderspiel und obendrein noch diesen Staatsbesuch. Wir müssen Leute abstellen wie alle Abteilungen. Bloß weil wir beide pünktlich sind. Pünktlichkeit ist ja wohl das Mindeste. Also, ab sofort gilt für die gesamte City Sicherheitsstufe 1 und eine absolute Urlaubssperre für die Berliner Polizei. Wofür ist so ein Stein eigentlich gut? Der hilft gegen negative Schwingungen und Nervosität. Mann, was ist? Wie man sieht. Ah, hier, guck mal, der schöne Olaf. Ist ja kein Wunder, dass wir feststecken. Tja, nur die Fähigsten kommen zur Sicherungsgruppe. Wieso sind hier überhaupt abgesperrt? Liest du nur noch den Sportteil? Wir kriegen Besuch, den Sultan von Doha. Mensch, wir müssen längst im Büro sein. Kein Problem. Was ist?
wollen wir doch mal sehen. Ach, sag mal! Lea! Die Delegation.